Peter Gustav Lejeune Dirichlet, Mathematiker, 1856 bis 1859, Mühlenstraße 1. Peter Gustav Lejeune Dirichlet. Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet, geboren am 13. Februar 1805 in Düren, gestorben am 5. Mai 1859 in Göttingen, war ein deutscher Mathematiker. Dirichlet lehrte in Berlin und Göttingen und arbeitete hauptsächlich auf dem Gebiet der Analysis und der Zahlentheorie. Leben. Dirichlets Großvater stammte aus Vierfier, heute Belgien, damals Fürstentum Lüttich, und siedelte nach Düren über, wo er eine Tochter einer Dürener Familie heiratete. Der Vater des Großvaters trug als erster zur Unterscheidung von seinem Vater den Namen Lejeune Dirichlet, der junge Dirichlet. Der Name Dirichlet entstammt aus Dirichlet von Riclet, nach einem kleinen, heute belgischen Ort. Mit 12 Jahren besuchte Dirichlet zunächst das heute sogenannte Beethoven-Gymnasium in Bonn. In dieser Zeit wurde er von Peter Josef Elvenich, einem Bekannten der Familie Dirichlet, betreut. 2 Jahre später wechselte er zum Jesuitengymnasium in Köln, wo er unter anderem von Georg Simon Ohm unterrichtet wurde. Im Mai 1822 begann ein Mathematikstudium in Paris und traf dort mit den bedeutendsten französischen Mathematikern dieser Zeit, unter anderem Biot, Fourier, Francoeur, Hachette, Laplace, Lacroix, Legendre und Poisson zusammen. 1825 machte er erstmals auf sich aufmerksam, indem er zusammen mit Adrien-Marie Legendre für den Spezialfall n gleich 5 die Fermatsche Vermutung bewies, für n größer 2 existiert keine nicht-triviale ganzzahlige Lösung der Gleichung a hoch n plus b hoch n gleich c hoch n. Später lieferte er noch einen Beweis für den Spezialfall n gleich 14. 1827 wurde er von der Universität Bonn ehrenhalber promoviert und habilitierte sich 1827 auf Empfehlung Alexander von Humboldts als Privatdozent an der Universität Breslau. 1828 zog ihn Alexander von Humboldt nach Berlin. Hier unterrichtete er zunächst an der Allgemeinen Kriegsschule und später lernte er an der Bauakademie. 1829 wurde er Privatdozent, 1831 außerordentlicher Professor und 1839 ordentlicher Professor der Mathematik an der Berliner Universität. Dirichlet heiratete am 22. Mai 1832 Rebecca Henriette Mendelssohn, eine Schwester von Fanny Hensel und dem Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy. Ein Urenkel von Peter Gustav Lejeune Dirichlet war der Philosoph Leonard Nelson. 1855 trat er in Göttingen als Professor der höheren Mathematik die Nachfolge von Carl Friedrich Gauß an. Diese Position hatte er bis an sein Lebensende 1859 inne. Dirichlet forschte im Wesentlichen auf den Gebieten der partiellen Differentialgleichungen, der bestimmten Integrale und der Zahlentheorie. Er verknüpfte die bis dahin getrennten Gebiete der Zahlentheorie und der Analysis. Die Dirichlet-Reihen sind als Verallgemeinerung der Zeta-Funktion nach ihm benannt. Er bewies die Konvergenz von Fourier-Reihen und die Existenz von unendlich vielen Primzahlen in arithmetrischen Progressionen. Nach ihm benannt ist der Dirichlet'sche Einheitssatz über Einheiten in algebraischen Zahlenkörpern. Seine neue Art von Betrachtungen der Potentialtheorie wurden später von Bernhard Riemann verwendet und weiterentwickelt. Er beschäftigte sich auch mit mathematischer Physik, unter anderem Gleichgewichtsfiguren rotierender Flüssigkeiten. Seine Vorlesungen über Zahlentheorie wurden nach seinem Tod von Richard Dedekind herausgegeben und mit einem berühmten eigenen Anhang versehen. Zu seinen Schülern gehörten neben Dedekind auch Bernhard Riemann, Gotthold Eisenstein,
Rudolf Lippschlitz und Hans Sommer. In Dirichlets Haus in Göttingen musizierten der Geiger Josef Joachim und Agathe von Siebold, die zeitweilige Verlobte von Brahms. Dort besuchte ihn Karl August Varnhagen von Ense aus Berlin und beschrieb in seinen Tagebüchern das Haus, den Garten und dessen Pavillon. Dirichlet wurde auf dem Bartholomäusfriedhof in Göttingen beigesetzt. An der Weiherstraße 17 in Düren, wo Dirichlets Geburtshaus stand, erinnert eine Gedenktafel an Dirichlet.